Ich bin jetzt für etwas gefragt worden, was ich noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie ein Buch vorgestellt. Aber heute soll ich euch ein Buch vorstellen. Ein Buch, das Ergebnis einer, man muss fast sagen, 20-jährigen Arbeit ist. Es ist der Versuch, die eigenen Spuren zu entdecken. Jeder von uns hat seine Spuren und ist geprägt durch die Geschichte seiner Familie. Ich bin aufgewachsen in Friedensau als ein kleines Kind und habe einen Bruder kennengelernt, der damals nur mit einem Wagen sich fortbewegen konnte. Ein ganz komischer Wagen, Bruder Pitt war das. Er stammte aus Ostpreußen, aus Lötzen, aus dem Ort, aus dem meine Mutti auch war. Er war zu Kriegsende nach Friedensau gekommen und ist dann, weil er das russische Stoi nicht verstanden hat, fortgelaufen. Und man hat ihn in die Beine geschossen. Und seitdem konnte er nur noch Holz sägen. Und so habe ich ihn kennengelernt. Aber wir hatten damals als Studenten dann später den Auftrag, eine Person im Seniorenheim als Diakon zu betreuen. Und ich bekam Bruder Pitt. Und jetzt habe ich die Person kennengelernt und er hat mir erzählt, wie Gemeinde entstanden ist in Ostpreußen. Spannend. Und vielleicht war das einer der Gründe, warum ich mich später, damals noch in der Ausbildung, sehr intensiv auch begonnen habe, mit unserer eigenen Geschichte zu beschäftigen. Und wer dazu noch eine ostdeutsche Biografie hat und in einer gewissen inneren Emigration aufgewachsen ist, wir hörten zu Hause nur Nordwestdeutschen Rundfunk, der stellt sich auch Fragen und hat den Mut, Fragen zu stellen, die man sonst nicht fragt. Es gibt ja auch adventistische Tabuthemen. Und so habe ich mich damals angefangen, mit der Geschichte unserer eigenen Gemeinschaft in der Zeit des Nationalsozialismus zu beschäftigen. Das war gar nicht so einfach. Wen sollte man fragen? Ich habe gemerkt, wenn man die fragt, die Verantwortung getragen haben, die haben nicht viel gesagt. Aber wenn man mit Pensionären gesprochen hat, die haben manchmal mehr gesagt. Und ich muss euch sagen, ich bin deshalb Prediger geworden, weil ich von den Pensionären, die damals in Friedensau da waren, unheimlich begeistert wurde. Die haben mich gekannt. Ich war als Kind ein Wirbelwind mit vielen Dummheiten im Kopf. Ich habe manches Dumme angestellt in Friedensau, sodass selbst ein Patriarch wie Rabbi Kops darüber erbost war. Ich weiß nicht, wer von euch den Namen Hermann Kops kennt, das ist sozusagen die Ikone als Bibellehrer gewesen, schon in den 30er Jahren. Und da gab es einen, der hat mich unheimlich verstanden. Ich habe das Empfinden gehabt, der versteht mich. Der hat mich gemocht als Pensionär und der hat mir immer gut zugeredet. Und da habe ich mir gesagt, wenn du so alt wirst, wie er alt geworden ist, dann kann man dir gratulieren. Und er fing an, mir zu erzählen. Er war nämlich der Einzige, der 1933 bei der letzten Wahl, Deutschland hat im Oktober 1933, ist es auf den Völkerbund ausgetreten. Und wir kennen die Wahlergebnisse, unter anderem auch von Friedensau. Und es gab eine Gegenstimme, die nicht die NSDAP gewählt hat. Und er war die einzige sozialdemokratische Stimme. Und damit bin ich schon mitten beim Kern. Es kann nicht darum gehen, eine Zeit aus unserer Perspektive, die wir zum allergrößten Teil diese Zeit nicht erlebt haben, mit einer Kritik zu belegen, die unangemessen ist. Vor allen Dingen, wenn sich die Personen, über die wir reden, nicht rechtfertigen können. Aber wir haben eine Verpflichtung, das zu sagen, was wir erlebt haben. Und das ist Teil unserer Geschichte. Wen sollten denn aber Adventisten anders wählen als Hitler? Ganz einfach. Da gab es einen deutschen Reichstag und von der Sitzweise her sind die Namen rechts, Mitte und links, die wir heute noch kennen. Links
saßen die Kommunisten und die Sozialdemokraten. Das waren die Gottlosen. Die wollten den christlichen Staat abschaffen. Sollten Adventisten diese Leute wählen? Rechts, das waren die Konservativen, die noch so ein bisschen am Kaiser hingen. Nun ja, wen sollte man wählen? Da gab es die Mitte, die große Mitte. Das war die Zentrumspartei. Die wurde geführt von einem Jesuiten mit Namen Kass. Würden den Adventisten wählen? Mit Sicherheit nicht. Wer blieb? Das Spannende ist, dass in der Zeit vor dem Nationalsozialismus einzelne wenige Stimmen in adventistischen Zeitschriften sich mit dem Nationalsozialismus beschäftigt haben. Unter anderem Max Busch, der spätere Jugendsekretär der Division. Aber in dem Moment, wo der Nationalsozialismus da war, waren alle begeistert. Oder die allermeisten. Und die wenigen, die dem Nationalsozialismus widerstanden haben, waren allesamt, ob sie Reformer waren oder zur großen Adventgemeinde gehörten, Einzelgänger. Und die, die ich kennengelernt habe, haben mir erzählt, sie waren allein. Diese Geschichte nachzuverfolgen, Menschen kennenzulernen, die damals im Konzentrationslager waren, ein Herbert Thiele beispielsweise und andere, das war für mich eine spannende Angelegenheit, weil diese Leute Wirkliches zu erzählen hatten. Und dann habe ich zusammengetragen. Wir haben darüber nicht viel in Archiven gehabt. Wir haben nach dem Krieg gut selektiert. Und adventistische Protokolle geben auch meist nicht viel her. Das hängt damit zusammen, wir sind eine kleine Kirche. Und die Verantwortungsträger kannten sich. Unsere Protokolle sind immer nur Ergebnisprotokolle. Zum Beispiel wurde ein Tag lang diskutiert über das Verhalten im Nationalsozialismus nach 1945. Und für diese Sitzung, die einen Tag dauerte, gibt es einen Satz als Protokoll. Daraus kann man nicht viel entnehmen. Also muss man Leute befragen, muss man Archive konsultieren. Und das Spannende ist, es gibt in Archiven eine Fülle von Dokumenten. Und es tut mir eigentlich weh, wenn wir den Teil unserer Geschichte generell, nicht nur die Zeit des Nationalsozialismus, zum Beispiel die Anfänge eurer Adventgemeinde, ganz gleich wo sie ist, nicht nachverfolgen. Spannende Geschichten. Denn die ersten Adventisten waren meist echte Persönlichkeiten, häufig Handwerker, die wirklich ortsbekannt waren und die dann wirklich, möchte ich sagen, mit dem Kopf durch die Wand, aber mit der Überzeugung mitten in der Welt standen. Und wir beschäftigen uns viel zu wenig mit unserer eigenen Geschichte. Da gibt es Protokolle. Ich möchte euch von einem Protokoll erzählen, das ich in München gefunden habe, in einem Archiv, weil die Nachkommen dieses Bruders zumindest eine Familie auch hier ist, Rosenthals. Bruder Rosenthal war Arzt gewesen, jüdischer Herkunft. Die Gründe, warum er nicht rechtzeitig Deutschland verlassen konnte, weiß ich nicht. Die Gemeinschaft hat ihm einen Posten als Missionsarzt in Ägypten angeboten. Warum er diese Stelle nicht annehmen konnte, ist nicht bekannt. Aber was ich gefunden habe, ist die Liste, die Deportiertenliste der Münchner Juden. Und dann ist immer der Name fein säuberlich in deutscher Ordnung durchgestrichen. Mit Datum der Deportation. Und bei ihm, der Arzt war, steht als Beruf Heilbehandler. Da fehlt das Datum der Deportation. Ein fehlender Strich spricht eine Geschichte der Bewahrung Gottes. Es gab Gemeinden, die haben ihre jüdischen Geschwister bewahrt. Es gab ein einfaches jüdisches Ehepaar in Berlin, das ganz schlichte Arbeiter, das einen jüdischen Mann, einen jüdischen Jungen damals durch die gesamte Kriegszeit durchgebracht haben, ohne dass es jemand wusste. Bis heute lebt noch ein reicher Mann in den Vereinigten Staaten. Und es gab Gemeinden, die nicht den Mut hatten, mit ihren jüdischen Geschwistern das Abendmahl zu feiern. Eine Gemeinde in Leipzig zum Beispiel hat ihren Prediger, Hermann Kops, angezeigt,
weil er einem jüdischen Buchhändler in der Gemeinde deutlich klar gemacht hat, dass er in der Gemeinde keinen Judenstern tragen muss. Auch das gab es. Es gab Verantwortungsträger, die weggeschaut haben. Und es gab Verantwortungsträger, die sich persönlich eingesetzt haben. Wo lag die Schwierigkeit? Die Schwierigkeit lag zum einen darin, dass wir manchmal als Adventisten in der Gefahr stehen, schon alles zu wissen. Und adventistische Publikationen der 20er Jahre haben sich sehr intensiv mit der Rolle des Vatikans beschäftigt. Die meinten im Hitlerprozess 1922 die Hand Roms zu sehen. Und man liest die Zahl der Jesuiten, die es in Deutschland gab und ihre Aktivitäten. Und man meinte genau zu erkennen, in welche Richtung die Entwicklung geht. Aber man hat nicht den wirklichen Dämonen gesehen. Der kam. Und die Zeit war dämonisch. Dazu kam, dass die Adventgemeinde in Deutschland eine Führungsschwäche hatte. Ludwig Richard Conradi hat sich verabschiedet. Über die Gründe möchte ich jetzt nicht reden, obwohl er einer der ganz Großen war. Einer, der nicht mehr in die Zeit hineinpasste. Einer, der zeitlebens trotzdem nicht von seiner Adventgemeinde gelassen hat. Bis zuletzt, bei aller Kritik, hat er heimlich gefragt, wie geht's denn dem und wie geht's denn dem. Er konnte sich nicht von seiner Gemeinde lösen. Da war ein Vakuum da, ein Führungsvakuum. Dann war ein neuer Bruder gewählt worden, ganz bekannter Missionar Ernst Kotz, auf der Herbstsitzung der Generalkonferenz 1933. Der hat einen flammenden Brief geschrieben an die Gemeinden in Mitteleuropa, in der mitteleuropäischen Division. Er kam nie an. Der Brief schon, aber Ernst Kotz nicht. Seine Frau starb, er hat den Schmerz nicht überwunden, wurde alkohol- und nikotinabhängig. Und wir haben es nicht geschafft, als Gemeinde ihm zu helfen. Im Gegenteil, wir haben ihn ausgeschlossen. Tragisch. Und in diese Phase hinein wäre Führung notwendig gewesen. Und da kommt am 26. November 1933 ein Verbot. Ein Verbot der Adventisten, ein völlig unzeitgemäßes Verbot. Die Zeugen Jehovas waren bereits im April 1933 verboten worden. Die sind übrigens viermal verboten worden. Dann wisst ihr, welchen Wert das Verbot hatte. Das systematische Verbot von kleineren Religionsgemeinschaften kam erst 1935. Bis zu dem Zeitpunkt hat die Gestapo keine Ahnung gehabt, wer wozu gehört, was wohin, wer wozu zuzuordnen ist. Aber es gibt bei Adventisten und auch bei der christlichen Wissenschaft so einen Schuss vor den Bug. Wir waren eine Kirche, die viel Geld transferiert hat in die weltweiten Missionsgebiete. Und jetzt wollte man nur wissen, was machen wir mit dem Geld? Und jede Diktatur hat einen großen Respekt oder anders, sie hat Angst vor international agierenden Organisationen. Und das wollte man wissen. So wurde am 26. November 1933 die Gemeinschaft verboten zum Schutz von Volk und Vaterland. Das Gesetz war erst gerade erlassen, ein sogenannter Gummiparagraf im zusammen mit dem Reichstagsbrand, mit dem man alles begründen konnte. Aber wir wissen nicht warum. Man kannte keinen Hintergrund. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es wirklich nur ein Schuss vor den Bug war. Denn am 6. Dezember 1933 wurde dieses Verbot zurückgenommen. Und jetzt standen wir als Gemeinschaft unter Zugzwang. Uns dem Staat gegenüber dankbar zu erweisen. Das hättet ihr auch gemacht. Niemand wusste, woher das Verbot kam. Es gab eine ganze Reihe von Ideen, Fülle von Theorien gibt es bis heute. Für mich ist eigentlich keine richtig glaubhaft. Die einzige ist, dass man wirklich nur den Schuss vor den Bug geben wollte, um die Leute gleichzuschalten. Denn bereits im Sommer 1933 waren alle Jugendorganisationen, auch der Reichsverband der Adventjugend, gleichgeschaltet. Dann haben unsere Verantwortungsträger im Dezember, als andere Weihnachten gefeiert haben, ein Dokument herausgegeben, eine Denkschrift. Das war damals üblich. Eine Denkschrift, in dem sie, weil sie nicht wussten,
aus welchen Gründen wir verboten worden waren und einem neuerlichen Verbot vorbeugen wollten, haben sie versucht, die Gründe nun auch aufzuzeigen. In einem ersten Teil sind die Glaubenslehren dargestellt. Die Glaubenslehren, die hier formuliert werden, im Duktus des Apostolikums, des allgemeinen kirchlichen Bekenntnisses. Wir glauben an die Heilige Schrift, Altes und Neues Testament, als die unantastbare Richtschnur christlichen Glaubens. Wir glauben an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden. Auch, es wird dann der Bezug zum Sabbat genommen. Wir glauben, dass in einem gesunden Körper ein gesunder Geist wohnt und so weiter. Und da stehen manchmal so kleine Sätze, die überlesen wir. Und gerade bei diesem letzten Punkt der Glaubenslehren steht, deshalb meiden die Glieder unserer Gemeinschaft zur Förderung einer gesunden Lebensweise grundsätzlich alle Rauch- und Rauschgifte und leisten somit im Sinn des neuen Staates Aufbauarbeit in Familie und Volk. Neben unserer religiösen und Gesundheitsliteratur, die der Adventverlag Hamburg herausgibt, verbreiteten wir vom Aufklärungsamt die herausgegebene Zeitschrift Neues Volk. Das mag man überlesen, aber wenn man weiß, dass die Zeitschrift Neues Volk das Organ des rassepolitischen Hauptamtes war, dann tut es uns bis heute weh. Dann wird etwas über die Organisation gesagt, etwas über die Absplitterung, weil man vermutete, es könnten die Reformer gewesen sein. Dann etwas über die soziale Betätigung, weil man hoffte, im sozialen Dienst am Volk vom Staat anerkannt zu werden. Zumindest so weit, dass wir nicht wieder verboten werden. Das war ja auch diametral. Auf der einen Seite ein tausendjähriges Friedensreich, das der Staat verkündet und wir sagen, Jesus kommt gleich. Passt ja nicht zusammen. Und dann als letztes die Stellung von Staat und Obrigkeit. Ich will das nicht weiter ausführen, nur jeder wird verstehen, dass hinter dieses Dokument, das am 20. Dezember 1933 in einer Situation der Angst oder besser, in einer Situation, wo man dem Staat meinte, Dankbarkeit zeigen zu müssen, dass in dieser Situation ein Dokument verfasst wurde, das in einer anderen Zeit anders formuliert worden wäre. Und hinter dieses Dokument konnte man später nicht mehr zurück. Damit habe ich ganz grob die Situation umrissen. Ich weiß nicht, wie wir gehandelt hätten. Wir sollten uns nicht über unsere Väter erheben. Niemand hat damals eine bessere Lösung gehabt. Als nach dem Zweiten Weltkrieg gegen den Rat der Delegierten der Mitteleuropäischen Division, ich glaube es war 1952, auf einer Generalkonferenz die Leitung der deutschen Adventisten abgewählt wurde und vorher in einem kleinen Kreis miteinander gesprochen wurde, hat Bruder Mink, der damalige Vorsteher der Division, sich verteidigt. Er hat gesagt, es war niemand da, der uns gesagt hat, wie wir es hätten besser machen können. Im Gegenteil, Bruder Christian, der frühere Divisionsvorsteher der Mitteleuropäischen Division, hat gesagt, Brüder, noch 1940, Brüder, als erstes solltet ihr Verfolgung vermeiden und als zweites die Gebote halten. Und da, während dieser Verteidigung vor der Generalkonferenz, vor einem kleinen Exekutivausschuss, dort wird er gefragt, der Bruder Mink vom Bruder Dink, wie hast du dich verhalten? Er hat gesagt, ich habe nichts allein entschieden, es war immer ein Ausschuss, wir haben versucht, das Beste zu tun. Und darauf antwortet Bruder Dick, es ist nicht eine Frage deiner Treue, Bruder Mink, sondern eine Frage der Weisheit. Damit war niemand geholfen. Niemand von uns kann sagen, wie wir uns in einem autoritären Regime verhalten. Niemand. Aber die, die in dieser Zeit widerstanden haben, und es gab Einzelne, es gab auch Gemeinden, und die sich nicht getrennt haben von ihrer eigenen Kirche, sondern die gesagt haben, das ist meine Gemeinde, Prediger, wie ein Hermann Kops, der nicht seiner Gemeinde den Rücken gekehrt hat, sondern in seiner Gemeinde blieb und durch das Wort der Bibel auch Trost und Hilfe bekam. Sie haben gesagt, das Wichtige ist eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das war der Grund für mich,
dass ich versucht habe, das zusammenzutragen. Das Buch ist geteilt in 3 Kapitel. Ein erstes Kapitel behandelt die Anfänge der Adventgemeinde in Deutschland, weil es die bisher nicht gegeben hat. Ein zweites Kapitel, die Zeit des Nationalsozialismus. Ein drittes Kapitel versuche ich es inhaltlich aufzuarbeiten, das Weltbild der Adventgemeinde zu deuten. Für mich eine der spannenden Fragen, warum denken Leute wie? Wer was zu Conradi lesen will, das war mal meine Dissertation, ich habe die etwas erweitert, ich habe auch ein ausführliches Kapitel drin, warum Conradi die Gemeinschaft verlassen hat. Darüber ist meines Wissens bis heute Stillschweigen gewahrt worden. Und ich möchte mit einem Wort von Dietrich Bonhoeffer schließen, den ich sehr gern zitiere. Er sagt, wie vergessen können wohl eine Gnade ist, so gehört doch das Gedächtnis, das Wiederholen empfangener Lehren zum verantwortlichen Leben. Und es gibt Historiker, die sagen, dass es bis heute das jüdische Volk gibt, hat es damit zu tun, dass sie ihre Geschichte immer und immer wieder bewegt haben. Dazu kann ich euch nur ermutigen, wer so ein dickes Buch lesen will, der soll es tun. Kommt bald das nächste raus, zum Beginn der Reformbewegung, zum Ersten Weltkrieg. Wer es kaufen möchte, das vielleicht als Schluss, ist ein teurer Schinken. Das ist so bei Fachbüchern, ist bei Pfannig und Ruprecht erschienen. Dafür hat es den Vorteil, dass es auch die Kirchenhistoriker lesen. Und ich wage sogar zu sagen, ich habe mehr Resonanz von den Leuten, die sich mit Kirchengeschichte beschäftigen, als von meiner eigenen Kirche. Ihr seid die Ersten, die mich gefragt haben, das Buch vorzustellen. Und es hat, glaube ich, 3 Jahre gedauert. Da hat es die Reformbewegung vorgestellt und erst danach der Adventistische Pressedienst. Wer es also kaufen will und wem es zu teuer ist, der kann mich anfragen. Ich krieg's zum Autorenrabatt, das ist 25%. Meine Anschrift auf der Homepage der Hochschule in Friedensau, kein Problem. Wenn ihr Fragen habt, sprecht mich gerne an. Ich habe ein großes Interesse an unserer eigenen Geschichte. Gott segne euch.